Zur Beantwortung steht bereit die parlamentarische Staatssekretärin Katja Hessel. Und zunächst geht es um die Frage Nummer 1 des Kollegen Brandner zum Thema Vereinbarkeit der Finanzierung des geplanten Sondervermögens in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr mit der Schuldenbremse. Frau Staatssekretärin. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Die Frage des Abgeordneten Brandner beantworte ich wie folgt. Wir haben uns in der Koalition und im Bundeskabinett darauf verständigt, die Sondervermögen zu finanzieren mit einem extra Paragraphen, dem Artikel 115a im Grundgesetz. Dazu braucht es eine Grundgesetzänderung, und die wird dem Parlament vorgelegt. Herr Kollege, es macht den Anschein, als ob Sie eine Nachfrage hätten. Ja, nicht nur eine, aber zunächst mal stelle ich die erste. Die Frage war ja dieses sogenannte Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, was ja nichts anderes ist als 100 Milliarden Euro neue Schulden, wie die mit der Schuldenbremse des Grundgesetzes in Einklang zu bringen sind. Darauf haben Sie jetzt leider keine Antwort gegeben. Das nehme ich mal so hin. Das ist keine Antwort, das ist auch eine Antwort. Jetzt ernehmen wir Medienberichten, und es ist allgemein bekannt, dass alleine die vielen, vielen Milliarden Corona-Schulden, die aufgehäuft wurden, erst ab dem Jahr 2028 getilgt werden sollen. Jetzt kommen 100 Milliarden Euro Sondervermögensschulden obendrauf. Wann sollte die Tilgung dieser 100 Milliarden neue Schulden für die Bundeswehr beginnen, wenn Sie mit der Rückzahlung der Corona-Schulden erst im Jahr 2028 beginnen wollen? Es wird für die Rückzahlung der Schulden aus dem Sondervermögen ein Tilgungsplan vorgelegt werden, wenn das Sondervermögen aufgebraucht wird. Herr Brandner, möchten Sie ja, ich bin jetzt ein noch bisschen, eine letzte Nachfrage stellen? Ja, ich bin jetzt ein bisschen perplex, muss ich sagen. Bundeskanzler Scholz rühmt sich ja in jedem zweiten Satz damit, alles sorgfältig geplant, sorgfältig durchdacht, sorgfältig vorausgedacht zu haben. Jetzt frage ich Sie nach 100 Milliarden neuen Schulden, und da kommt so eine nichtssagende Antwort, dass Sie gar nicht genau wissen, worum es geht, und schon mal gar nicht wissen, wann die Schulden zurückbezahlt werden sollen. Gut, ich nehme das mal so hin. Ich nehme dann vielleicht noch mal Bezug auf die 100 Milliarden. Wir wissen ja alle, dass die Bundeswehr von der Einsatzbereitschaft her sehr mau aufgestellt ist. Der Inspekteur des Heeres hat gesagt, die Bundeswehr wäre blank, beispielsweise was die Einsatzbereitschaft, was Waffensysteme und so angeht. Deshalb mal meine Frage, also wir haben jetzt sozusagen eine schlechte Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Sie wollen 100 Milliarden Euro ausgeben für die Bundeswehr. Ab wann rechnen Sie mit einer guten Einsatzbereitschaft der Bundeswehr? Wir nehmen die 100 Milliarden zusätzlich zu den laufenden Mitteln im Haushalt, um die Bundeswehr ihren aktuellen Herausforderungen entsprechend zu ertüchtigen. Und wir gehen davon aus, dass wir auch mit dem weiteren Einhalten des NATO-Zieles von 2% unsere Bundeswehr einsatzfähig machen. Abgeordneter Brandner. Ja, wir kommen zur Frage Nummer 2, ebenso des Abgeordneten Brandner. Da geht es um die Entwicklung der Inflation bis zum Ende des Jahres 2022. Frau Staatssekretärin, bitte. Die Frage des Abgeordneten Brandner beantworte ich wie folgt. Die Inflationsrate hat sich nach pandemiebedingten sehr niedrigen Werten im Jahre 2020 natürlich im Verlauf des letzten Jahres deutlich erhöht. Dazu haben insbesondere die von pandemiebedingten niedrigen Niveau stark angestiegenen Rohstoffpreise beigetragen. Dazu kamen preistreibende Lieferengpässe, Abgebotsrestriktionen und gestiegene Transportkosten infolge der Pandemie sowie auch anderen statistischen Effekten. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Preisbewegung und Erwartungen an den internationalen Rohstoffmärkten war allgemein davon ausgegangen worden, dass die Inflationsrate zu Jahresbeginn 2022 noch merklich erhöht bleibt, bevor sie sich zu Jahresverlauf wieder abschwächt. Mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat sich diese Erwartung in kürzester Zeit jedoch grundlegend verändert. Das spiegelt sich auch in der im März infolge des Krieges nochmals gestiegenen Inflationsrate wieder von 7,3% gemäß der vorläufigen Schätzung des Statistischen Bundesamtes. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute und der Sachverständigenrat haben im Jahr März 2022 neue Prognosen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vorgelegt und erwarten bezüglich der durchschnittlichen Verbrauchspreisinflation im Jahr 2022 Werte zwischen 4,8 und 6,1%. Für das nächste Jahr werden dann Raten von 2,3% bis 3,4% projiziert. Die Prognose Unsicherheit ist insbesondere im Hinblick natürlich auf die Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise sehr hoch. Der Effekt der Sanktionen auf die Inflationsentwicklung lässt sich dabei nicht isoliert vom Effekt des russischen Angriffskrieges und seiner wirtschaftlichen Folgen abschätzen. Auch angesichts einer derzeit sehr hohen Volatilität der Energie- und Rohstoffmärkte. Klar ist aber, ursächlich für die veränderte Lage ist der russische Angriffskrieg. Die Sanktionen stellen lediglich eine Reaktion darauf dar.
Herr Brandner, Ihre Nachfrage. Also ich nehme jetzt zur Kenntnis, dass Sie prognostizieren, dass sich die Inflation, die zurzeit etwa bei 7,3, 7,5% liegt, im Jahresmittel halbieren wird. Das ist ja schon mal eine Ansage. Ich werde das dann gerne verfolgen. Das Statistische Bundesamt redet von einer Steigerung der Erzeugerpreise von etwa 26%. Die 7,3% Inflation habe ich gerade erwähnt. Das ist mit Abstand der höchste Wert, an den ich mich erinnern kann. Also angeblich vor 40 Jahren war schon mal die Inflation ähnlich hoch, wobei da ja auch noch positive Zinsen gezahlt wurden. Also gewissermaßen ein Inflationsausgleich. Jetzt zahlen wir zusätzlich noch Minuszinsen zu der Inflation. Ich prognostiziere auch mal, wenn jetzt russisches Gas und Öl boykottiert wird, dass wir in den zweistelligen Bereich von Inflationsraten hineinkommen. Auf der anderen Seite sinkt die Wirtschaft. Wir haben also eine Stagflation, also ein grauen Gemälde, was Volkswirtschaftler normalerweise an die Wand malen. Sehen Sie die Gefahr einer Stagflation, also einer Inflation, einer stagnierenden Wirtschaft auch? Und wenn ja, wie wollen Sie dagegen ankämpfen oder angehen? Die Bundesregierung beobachtet die Entwicklung der Inflation und auch die wirtschaftliche Entwicklung natürlich sehr genau, um dagegen entsprechend auch zielgerichtet vorgehen zu können. Wir haben jetzt auf der einen Seite, das ist heute mehrfach angesprochen worden, Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Das eine geht am Freitag durch den Bundestag, das andere ist angekündigt, wird auf den Weg gebracht in diesem Sinne. Wir werden natürlich auch schauen müssen, was wir mit der Wirtschaft in diesem Punkt machen und die Entwicklung der Wirtschaft zusammen mit der Inflation beobachten und entsprechend gegensteuern. Haben Sie eine weitere Nachfrage? Bitte sehr. Gerne, wobei ich hoffe, dass die Beobachtung und das Gegensteuern genauso sorgfältig passiert, wie Kanzler Scholz ja alles offenbar meint zu tun. Jetzt war meine Frage gerade etwas abstrakt. Ich formuliere jetzt einmal eine konkrete Frage. Also beispielsweise frage ich Sie, wissen Sie, was zurzeit ein Kilo Schweinekotelett, ein Pfund Butter oder ein Kilo Kartoffel bei so einem durchschnittlichen Discounter kostet? Und was meinen Sie, was Sie für den gleichen gerade umrissenen kleinen Warenkorb am Ende des Jahres wohl hinlegen müssen? Lieber Kollege Brandner, ich zahle meine Butter nicht im Pfund, ich zahle sie in Viertelpfund. Die kosten momentan 2,69 Euro. Letzter Stand der Dinge. Ich glaube, Sie meinen das halbe Pfund. Sie meinen halbes Pfund, ne? Halbes Pfund. Oder ist das der Biopreis, den Sie zahlen? Aber ist egal. Und wir wissen, dass wir momentan gerade auf gestiegene Energiepreise, die sich natürlich auch mit Lieferketten dann wieder auf Lebensmittelpreise zuwirken, dieses beobachten müssen. Und wir haben gesagt, ich habe Ihnen gerade die Inflationsschätzungen gesagt, die aus dem Umfeld kommen. Wir werden diese beobachten und dementsprechend natürlich wahrscheinlich noch einmal entgegensteuern müssen, wenn sich dies nicht ändern wird oder diese Annahmen nicht zutreffen. Die Fragen 3 und 4 der Kollegin von Storch werden schriftlich beantwortet. Hiermit komme ich zur Frage Nummer 5. Hier geht es um die mögliche Planung langfristiger steuerlicher Entlastung bei den Benzinpreisen des Abgeordneten Tobias Matthias Peterka. Frau Staatssekretärin. Die Frage des Abgeordneten Peterka darf ich wie folgt beantworten. Der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine hat die ohnehin angespannte Lage auf den Energiemärkten drastisch verschärft. Die aufgrund des Krieges nochmals erheblich gestiegenen Kraftstoffpreise sind für viele Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft zu einer Belastung geworden. Um hierfür Abhilfe zu sorgen, hat der Koalitionsausschuss, das ist bereits jetzt mehrmals erwähnt worden, sich bei einem Treffen vom 23. März 2022 auf ein weiteres umfassendes Entlastungspaket geeinigt. Es ist unter anderem beabsichtigt, die Energiesteuer für die im Straßenverkehr verwendeten Kraftstoffe befristet auf 3 Monate so weit zu senken, wie das nach Europarecht derzeit erlaubt ist. Die bereits fallenden Preisentwicklungen für Rohöl auf dem Weltmarkt haben dabei keinen Anlass für die Annahme von langfristigeren höheren Tankstellenpreisen und weitgehenden Handlungsbedarf ergeben. Die Belastungen für den Bundeshaushalt und damit für den Steuerzahler werden durch die temporär befristeten Maßnahmen auf das erforderliche Maß begrenzt. Herr Peterka, eine Nachfrage, bitte schön. Ja, vielen Dank für die Antwort soweit. Können Sie denn diese europarechtlich zulässige, den europarechtlich zulässigen Umfang etwa beziffern? Und sehen Sie nicht vielleicht auch in dieser besonderen Situation des Angriffskrieges auch die Möglichkeit, da einfach mal mutig voranzugehen und vielleicht ein bisschen über diese Schwelle zu gehen? Stichwort Machbarkeit, Stichwort Durchsetzungsvermögen in Europa.
Und kann man sich dann auch darauf verlassen, dass vielleicht eine Perspektive gewählt wird, die über 3 Monate hinausgeht? Wir haben ja mit die höchsten Energie- und Spritsteuern. Also es ist momentan beabsichtigt, die Steuersätze befristet für 3 Monate zu senken. Ich kann Ihnen auch gerne die Zahlen sagen. Benzin wird dabei um 29,55 Cent pro Liter gesenkt, Diesel um 14,4 Cent pro Liter, Erdgas, LNG um 6,6 Cent pro Kilogramm und Flüssiggas wiederum um 12,66 Cent pro Liter. Und die Bundesregierung fühlt sich an die und hält sich an die europäischen Mindeststeuersätze. Wir halten uns dem europäischen Rechtsrahmen für verbunden. Sie haben eine zweite Nachfrage, bitte sehr. Ja, wir wissen ja, der europäische Rechtsrahmen, der ist auch mal dehnbar oder Situationen anpassbar, wissen wir alle, dass das von verschiedenen Seiten öfters mal möglich war bisher. Aber dann die Frage zu der Situation an den Tankstellen. Die Preissprünge nach der Kriegserklärung waren ja auch Spekulationsblasen, weil es floss ja erstmal noch die Rohstoffversorgung. Wie sehen Sie denn die Situation dort? Es ist ja ein bisschen zurückgegangen, obwohl die Versorgung ja gleich blieb. Sehen Sie da vielleicht auch ein kartellrechtliches Problem, da ja das Oligopol freie Tankstellen hin oder her kann sich ja de facto abstimmen, wenn Sie einfach online Ihre Preise vergleichen. Man senkt ja nicht freiwillig die Preise, wenn es die Konkurrenz nicht tut. Die Bundesregierung hat in Form des Bundeswirtschaftsministeriums die kartellrechtlichen Maßnahmen an den Tankstellen bzw. bei den Mineralölkonzernen noch mal in Beobachtung genommen und wird dementsprechend darauf reagieren, wenn sie dafür einen Anlass findet. Vielen Dank. Damit komme ich zu Frage Nummer 6, die schriftlich beantwortet wird, und bin dann bei Frage Nummer 7 des Kollegen Sören Pellmann zur Bewertung des Auftrags und der Ausrichtung der Arbeit der Treuhandanstalt. Frau Staatssekretärin. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Die Frage des Kollegen Pellmann beantworte ich wie folgt. Die Aufgaben der Treuhandanstalt wurden von der frei gewählten Volkskammer der ehemaligen DDR am 17. Juni 1990 im Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens Treuhandgesetz festgelegt. Und die Treuhandanstalt wurde damit beauftragt, die Tätigkeit des Staates durch Privatisierung so rasch wie möglich zurückzuführen, die Wettbewerbsfähigkeit möglichst vieler Unternehmen sicherzustellen und somit Arbeitsplätze zu sichern sowie Grund und Boden für wirtschaftliche Zwecke bereitzustellen. Der größte Teil der Privatisierung war bis zum Jahr 1994 abgeschlossen. Im Ergebnis ihrer Tätigkeit hat die Treuhandanstalt die Grundlage für die marktwirtschaftliche Entwicklung auf Basis privater Unternehmen in den ostdeutschen Bundesländern geschaffen. Und die Bundesregierung sieht hierin rückwirkend einen wesentlichen Baustein des Transformationsprozesses. Der zweite Teil der Frage beschäftigt sich ja mit der Unterstützung der Aufarbeitung der Geschichte der Treuhandanstalt. Hierfür gibt es eine finanzielle Förderung eines Forschungsprojektes zum Institut für Zeitgeschichte zu diesem Thema. Das IFZ ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung der Leibniz-Gemeinschaft. Sie untersucht seit dem Jahr 2017 anhand von Primärquellen die Struktur und Arbeitsweise sowie die Wahrnehmung und Stellung der Treuhandanstalt zur Zeit der Wiedervereinigung. Im Rahmen des Forschungsprojektes sollen sowohl politik- und kulturgeschichtliche als auch wirtschafts- und sozialhistorische Fragestellungen wissenschaftlich und empirisch fundiert untersucht werden. Ziel ist es, einen Beitrag zur Historisierung der Treuhandanstalt und zur Versachlichung der Debatte zu leisten. Dabei richtet sich das Forschungsarbeiten im Wesentlichen auf die Auswertung des Archivguts der Treuhandanstalt und anderer Beteiligter, die bisher nicht öffentlich zugänglich waren. Das Bundesministerium für Finanzen hat das Forschungsprojekt über die Jahre 2017 bis 2021 im Wege der Zuwendung gefördert. Das Fördervolumen betrug insgesamt 2,6 Milliarden Euro rund. Vielen Dank. Haben Sie eine Nachfrage, Herr Pellmann? Bitte sehr. Ja, Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin, vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage. Insbesondere der Aspekt, dass wir ja im Osten Deutschlands vermehrt immer noch der Nachfolgegesellschaft gehörende Flächen, Nutzflächen, vornehmlich Ackerflächen haben, führt mich zu zwei Nachfragen, würde dann auf die zweite Nachfrage verzichten, Frau Präsidentin, und beide gleich formulieren. Nämlich die erste, wie viele Flächen in Ostdeutschland befinden sich noch im Besitz der Treuhand-Nachfolgegesellschaft?
Und die zweite, im Vergleich zu Ihrer Vorgängerregierung gibt es ja vielleicht Veränderungen. Welche Veränderungen plant denn die derzeitige Bundesregierung bezüglich ihrer Bodenpolitik? Und ich hatte es angesprochen bezüglich insbesondere weiterer Verkäufe von Ackerflächen, wenn vorgesehen ist, diese an nicht landwirtschaftliche Nutzerinnen und Nutzer zu veräußern. Kollege Pellmann, die Frage nach der genauen Anzahl der Flächen muss ich leider schriftlich nachliefern. Die habe ich nicht. Und die Bundesregierung beabsichtigt in diesem Punkt keine Änderung der Politik bis dato. Damit komme ich zu den Fragen 8, 9 und 10 der Kollegen Görke und Tillmann, die schriftlich beantwortet werden, ebenso wie die Frage Nummer 11. Hier beantwortet wird die Frage Nummer 12 des Kollegen Michael Meister zur Verbesserung der Kontrolle zur Einhaltung des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Bitte schön. Die Frage des Kollegen Meister darf ich wie folgt beantworten. Auf Grundlage des Stabilitäts- und Wachstumspaktes soll Wachstum sichergestellt, die Schuldenertragsfähigkeit erhalten und für nachhaltige und klimafreundliche Investitionen gesorgt werden. Eine effektive Durchsetzung der gemeinsamen Regeln ist hierbei von großer Bedeutung und im Eigeninteresse der jeweiligen Mitgliedstaaten. In den Jahren vor der Corona-Krise sind die Schuldenquoten in den meisten Mitgliedstaaten gesunken. In einigen Mitgliedstaaten kann die Einhaltung der Regelung aber noch verbessert werden. Daher strebt die Bundesregierung einen neuen Konsens unter den Mitgliedstaaten mit der Europäischen Kommission über die gemeinsamen Fiskalregeln und deren Durchsetzung an. Um die Durchsetzung zu stärken, soll der Stabilitäts- und Wachstumspakt einfacher und transparenter werden. Ja, Herr Meister, Sie haben eine Nachfrage. Präsidentin, ich würde gerne noch eine Nachfrage stellen. Frau Staatssekretärin Hessel, meine Frage geht ja dahin, dass die allgemeine Ausweisklausel aktuell deaktiviert ist. Das heißt, es findet keine Schuldenkontrolle zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union statt. Und bisher soll diese Deaktivierung 2023 auslaufen. Wird sich denn die Bundesregierung aktiv dafür einsetzen, dass das auch geschieht? Wir haben ja heute in der Debatte schon mehrfach gehört, dass wir eine Inflationsrate haben, die sich seit 40 Jahren auf einem Höchststand befindet. Und dann muss doch eigentlich die Finanzpolitik, der Geldpolitik den Raum, den Spielraum schaffen, um dieser Inflation entgegenwirken zu können. Und wird sich die Bundesregierung in diesem Sinne einsetzen? Die Bundesregierung wartet auf die Vorschläge, die dafür vorgelegt werden, wird diese Vorschläge prüfen und sich natürlich in dem Sinne dafür einsetzen, dass wir wieder zu einer stabilitierten Geldpolitik in der EU zurückkehren werden. Sie haben eine zweite Nachfrage. Sie geben ich würde gerne eine zweite Nachfrage stellen. Frau Präsidentin, der Bundesfinanzminister hat ja angekündigt, dass er beabsichtigt, in Deutschland die Schuldenbremse des Grundgesetzes ab dem Jahr 2023 wieder einzuhalten. Wäre es denn aus Sicht der Bundesregierung dann nicht logisch, wenn man auf nationaler Ebene das Regelwerk beabsichtigt einzuhalten, auch darauf zu drängen, dass man das auf europäischer Ebene tut? Um zu meiner geradewinde Ausführungen zurückzukommen, wir werden die Vorschläge der Kommission prüfen. Wir werden uns natürlich dafür einsetzen, dass wir hier auch eine stabile Geldpolitik haben, mit den besonderen Bedingungen, die wir aufgrund der Pandemie in den momentanigen Mitgliedstaaten noch einmal haben. So hatte sich meines Erachtens auch der Bundesfinanzminister gerade in der Finanzausschusssitzung geäußert. Die Frage Nummer 13 kommt ebenfalls von Kollegen Dr. Michael Meister. Sie dreht sich um die Deaktivierung der Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts im Jahr 2023. Frau Staatssekretärin, bitte sehr. Frau Präsidentin, die Frage des Kollegen Meister darf ich wie folgt beantworten. Die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspaktes erlaubt es den Mitgliedstaaten im Falle eines schweren wirtschaftlichen Abschwungs in ganz Europa von den üblichen Vorgaben des SWP abzuweichen. Aufgrund dieser Klausel konnten die Mitgliedstaaten eben während der Corona-Krise die notwendigen fiskalischen Maßnahmen ergreifen, um soziale und ökonomische Folgeschäden zu vermeiden. Die Europäische Kommission hat im März 2022 erklärt, dass die allgemeine Ausweichklausel auf Basis der Winterprognose vom Februar voraussichtlich für 2023 deaktiviert wird. Dies wollte sie aber noch mal im Mai auf Basis der Frühjahrsprognose überprüfen. Die Bundesregierung begrüßt diesen Vorschlag. Die Entscheidung sollte daten
basiert erfolgen. Und derzeit lassen sich eben die ökonomischen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine noch nicht abschätzen. Herr Meister, Sie haben eine Nachfrage, bitte. Sie müssen einmal, genau. Jetzt aber. Dankeschön. Teilt denn die Bundesregierung die Einschätzung, dass, Sie haben eben, Frau Staatssekretärin Hessel, darauf hingewiesen, dass vor der Corona-Pandemie die Schuldenstände der einzelnen Mitgliedstaaten deutlich zurückgegangen sind? Teilt denn die Bundesregierung die Besorgnis, dass jetzt im Zuge der Corona-Pandemie die Schuldenstände deutlich angestiegen sind und dass es deshalb ein gemeinsames Bemühen der Kommission und der Regierungen der Mitgliedstaaten geben müsste, diese Schuldenstände wieder zeitnah zurückzuführen? Wir warten auf die Vorschläge der Kommission. Wir sind aber auch mit der Kommission in diesem Sinne einer Meinung, dass wir gucken müssen, wie weit wir länderspezifische Empfehlungen auch für die einzelnen Mitgliedstaaten jetzt natürlich aufgrund der neuen ökonomischen Situation auch mittragen können, beziehungsweise wie diese dann auch aussehen werden. Ein grundsätzliches Besorgnis sehen wir gewissen Weisen auch. Eine zweite Nachfrage, Herr Dr. Meister. Entschuldigung, Frau Präsidentin, ich kämpfe mit der Technik. Ich hoffe, dass ich siege. Aber es funktioniert, Sie sind wunderbar zu hören. Alles klar. Danke. Wenn wir bei der Rückführung der Schulden sind, dann wird ja auch im Zuge der Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts über die Frage diskutiert, was geschieht denn mit den Ländern, die die 60-Prozent-Grenze Gesamtschuldenstand überschreiten. Da haben wir in der Vergangenheit und bisher die Regel, dass dann linear über 20 Jahre ein Zwanzigstel der Überschreitung zurückgeführt werden muss. Diese Regel ist jetzt in der Diskussion, ob die noch adäquat ist. Gibt es denn seitens der Bundesregierung hierzu einen Vorschlag, wie sich die Bundesregierung vorstellt, was anstelle dieser Ein-Zwanzigstel-Regelung gesetzt werden könnte? Die Bundesregierung ist auch hier erstmal bereit, die Vorschläge der Kommission anzusehen, diese dann zu bewerten und dann einen Vorschlag gegebenenfalls zu unterbreiten. Damit sind wir bei Frage Nummer 14. Hier geht es um die Planungen zur Kompensation der entfallenen Steuermehreinnahmen aufgrund des geringen Wirtschaftswachstums des Kollegen Johannes Steininger. Frau Staatssekretärin Hose, der ist nicht da. Man sieht es mit den Masken. Dann wird die Frage nicht beantwortet, ebenso wenig wie die Frage Nummer 15. Und damit herzlichen Dank, Frau Staatssekretärin. Und wie ich begrüße die Parlamentarstaatssekretärin Rita Schwarze-Dur-Sutter für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Inneres und Heimat. Wir kommen zu Frage Nummer 14 des Abgeordneten Tobias Matthias Peterka. Da geht es um die Äußerungen der Bundesministerin zur Aufnahme und Rückführung von Migranten vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise. Frau Staatssekretärin, bitte schön. Ja, das ist, Sie müssen, drücken Sie doch einmal noch mal. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege Peterka, da es zum einen um die Durchsetzung einer vollziehbaren Ausreisepflicht und zum anderen um die humanitäre Aufnahme von Personen aus der Ukraine geht, kann die Bundesregierung in diesen Aussagen keinen Widerspruch erkennen. Haben Sie eine Nachfrage, bitte? Ja, vielen Dank. Es ist natürlich gerade in der jetzigen Situation wichtig, dass quasi Anspruchsberechtigte von Nichtberechtigten wirklich getrennt werden. Und da sehe ich durchaus einen Widerspruch, wenn von Ministerin Faeser zum Teil gesagt wird, wir kontrollieren gar nicht, weil es jetzt Not der Stunde ist. Andererseits wurde dann aus der Regierung von anderen Vertretern gesagt, doch, man kontrolliere. Vorhin haben wir gehört bei der Kanzlerbefragung, es werden über 60% angestrebt oder tatsächlich kontrolliert. Wie ist jetzt aus dem Ministerium die offizielle aktuelle Linie? Lieber Herr Kollege Peterka, wir kontrollieren. Und die Bundespolizei stellt fest und wir registrieren. Und ich glaube, da liegt vielleicht auch Ihr Missverständnis, dass es nicht genau differenziert wird. Und natürlich wird kontrolliert. Und die biometrische Pässe haben, haben Visumfreiheit und können einreisen.
Und die Bundespolizei kontrolliert insbesondere die, die keine biometrischen Pässe haben und werden dann auch entsprechend registriert. Und wir haben ja auch die Registrierungen spätestens dann derjenigen, die einen biometrischen Pass haben, wenn sie auf dem Arbeitsmarkt teilnehmen wollen oder wenn sie Leistungen beziehen. Und dann haben wir auch eine vollständige Registrierung. Sie haben eine zweite Nachfrage, Herr Kollege. Gut, vielen Dank für die Antwort. Durch die unterschiedlichen Krisenherde der letzten Jahre gibt es ja meines Wissens durchaus einen Pool an Gefährdern, also Personen, über die man Erkenntnisse hat, dass sie Gefährder darstellen oder mit solchen Kontakt hatten. Gibt es da schon eine Übersicht oder Erkenntnisse aus dem Ministerium bei der aktuellen Flüchtlingsbewegung, ob sich Gefährder nachweisbar darunter gemischt haben unter diese Bewegung? Es ist für uns tatsächlich so, dass die Bundespolizei vereinzelt Feststellungen gemacht hat, aber es liegen uns keine Erkenntnisse vor, spezifisch in dem Bereich, was Sie als Gefährder bezeichnen. Vielen Dank. Dann sind wir bei Frage Nummer 17 der Abgeordneten Karin Ley. Hier geht es um die Anzahl der an ausländischen Flughäfen eingesetzten Bundespolizisten zur möglichen Verhinderung der Einreise potenzieller Asylbewerber nach Deutschland. Frau Staatssekretärin. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kollegin Ley, die an den ausländischen Flughäfen eingesetzten als Dokumenten- und Visumsberater, kurz abgekürzt DVB, und grenzpolizeiliche Unterstützungsbeamte Ausland, eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei sind dort ausschließlich in beratender Funktion tätig. Sie üben dort keine hoheitlichen Befugnisse im Sinne Ihrer Frage aus. Frau Ley, Sie haben eine Nachfrage? Bitte sehr. Ja, vielen Dank erstmal für die Beantwortung der Frage. Ich muss trotzdem sagen, ich bin ja selber auch ab und zu mal reisig und dann sehe ich ja durchaus, dass deutsche Beamte sowohl in Zielflughäfen als auch bei der Rückreise nach Deutschland Menschen kontrollieren und nach meiner Beobachtung Geflüchtete kontrollieren. Und deswegen ist meine Frage, ob Sie sicher sind, dass Sie, ob Sie das ausschließen können, ob es hier nicht auch um die Hinderung der Einreise nach Deutschland geht. Dem Sachverhalt, den Sie jetzt beschreiben, da liegen ja keine Erkenntnisse vor. Ja, dann noch eine zweite Nachfrage, bitte sehr. Genau, ich würde gerne eine zweite Nachfrage stellen und natürlich bitten, den Sachen noch mal nachzugehen, weil ich mich schon wundern muss, weil auf der einen Seite erleben wir ja, dass den Geflüchteten zu Recht aus der Ukraine, aus dem Krisengebiet in der Ukraine eine legale Einreise und freie Fahrt ermöglicht wird und auf der anderen Seite man aber den Eindruck hat, dass anderen Geflüchteten diese Einreise verwehrt wird im Ausland oder hierzulande bei dem Einreiseflughafen und da drängt sich natürlich der Verdacht auf, dass es hier Geflüchtete erster und zweiter Klasse gibt und meine Frage, ob Sie das bestätigen können. Das kann ich so nicht bestätigen. Es gilt immer der Einzelfall auch nochmal und es liegt auch daran, welche Dokumente vorgelegt werden können. Und insofern will ich auch nochmal darauf hinweisen, auf diese beratende Funktion dieser Beamte und dass ein Unterschied ist, ob jetzt zum Beispiel, wenn Sie das mit der Ukraine vergleichen, ob die Bundespolizei an den Grenzübergängen dann auch kontrolliert oder bei der Einreise. Eine Nachfrage dazu hat der Kollege Brandner. Ja, danke schön. Es ging ja jetzt um den indirekten Schutz der deutschen Grenzen im Ausland durch Einsatz von deutschen Beamten im Ausland. Mich interessieren jetzt so die direkten deutschen Grenzen, also insbesondere die Ostgrenze Richtung Polen und Richtung Tschechien. Wir hatten ja am 24. Februar den Überfall Russlands auf die Ukraine und da würde mich mal interessieren, wie hat sich die Mannschaftsstärke der Bundespolizei an den Grenzen zu Polen und Tschechien seit dem 24. Februar in etwa entwickelt? Die hat sich stark nach oben entwickelt, massiv verstärkt worden und es handelt sich, jetzt nagen Sie mich nicht genau fest, aber ungefähr um zusätzliche 1.600 Beamtinnen und Beamten. An beiden Grenzen. Vielen Dank. Die Frage. Zusätzlich zu den Beamtinnen, die schon in den da sind, ja? Die Fragen 18 und 19 werden schriftlich beantwortet. Mithin komme ich zu Frage 20. Des Kollegen Roger Beckamp zu der Anzahl der aus der Ukraine seit Kriegsbeginn in die EU. Und der ist nicht da? Dann hat sich das erledigt. Ist denn der Kollege Josef Oster da? Ja.
der ist da, wie schön. Dies ist die Frage 21 und hier geht es um die gerechte Verteilung der Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland und in den EU-Mitgliedstaaten. Frau Staatssekretärin. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege Oster. Ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Ukrainische Staatsangehörige sind für Kurzaufenthalte im Schengen-Raum von der Visumspflicht befreit und können sich während ihres Kurzaufenthaltes innerhalb der Schengener Staaten frei bewegen. Der Durchführungsbeschluss vom 4. März 2022 zur Richtlinie zum temporären Schutz geht daher davon aus, dass schutzberechtigte Personen sich ihren Aufenthaltsort in der Regel selbst suchen. Ziel hierbei ist es, die Diaspora-Netzwerke in der Union zu nutzen und so Aufnahmesysteme zu entlasten. Eine Verteilung findet daher im Rahmen einer Kooperation der EU-Mitgliedstaaten und durch Einrichtung von geeigneten Transportwegen für Kriegsflüchtlinge statt. Hierfür wird die Solidaritätsplattform genutzt, in welcher die Kapazitäten der EU-Mitgliedstaaten aufgenommen und Maßnahmen zur gegenseitigen Unterstützung koordiniert und durch die EU-Kommission abgestimmt werden. Diese in dem Durchführungsbeschluss vom 4. März 2022 bereits vorgesehene Solidaritätsplattform hat in der Zwischenzeit viermal getagt. Im Rahmen dieser Koordinierung wurden bereits operative Schritte für Flugtransfers zur Entlastung der Moldauischen Republik abgestimmt und insgesamt vier Flüge von der Moldauischen Republik in EU-Mitgliedstaaten durchgeführt. Am 25. März 2022 hat Deutschland 132 Flüchtlinge aus der Ukraine in einem ersten Flug direkt aus der Moldauischen Republik aufgenommen. Insgesamt haben bislang sieben EU-Mitgliedstaaten und Norwegen Angebote zur Aufnahme von 14.500 Personen aus der Republik Moldau im Rahmen des Ratsbeschlusses gemacht. Im Rahmen der Solidaritätsplattform wird an einer weiteren Skalierung der Entlastungsangebote für die besonderen betroffenen Mitgliedstaaten gearbeitet. Auf politischer Ebene hat die Kommission im Rahmen der Sondersitzung des JI-Rates zum Thema europäische Koordinierung der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine einen 10-Punkte-Plan vorgestellt. Und Sie wissen, die 10 Punkte haben wir heute Morgen ja schon mal auf dem Ausschuss angesprochen. Herr Kollege, Ihre Nachfrage? Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau parlamentarische Staatssekretärin, für die Antwort. Ich möchte daran anknüpfen, dennoch, in Anbetracht Ihrer Aussage hat ja die Innenministerin zum Ausdruck gebracht, dass sie vorrangig über eine Flüchtlingsaufnahme mit Polen natürlich, aber auch mit Frankreich bilateral verhandelt. Bedeutet diese Aussage der Innenministerin, dass sie ihr ursprüngliches Ziel, eine solidarische europäische Verteilung der Flüchtlinge erreichen zu wollen, aufgegeben hat? Keineswegs. Die Ministerin setzt sich vehement auf europäischer Ebene für eine faire und gerechte Verteilung auch unter den Mitgliedstaaten ein. Haben Sie eine zweite Nachfrage? Eine ergänzende Frage stellen. Mit welchen konkreten Maßnahmen tut sie das? Wie sieht das konkret aus, dass sie dieses Ziel weiterhin verfolgt und erreichen will? Und wie ist in dem Zusammenhang der Umsetzungsstand des gemeinsamen europäischen Registrierungssystems, das ja als Teil des 10-Punkte-Plans der EU-Kommission beim Innenministertreffen am 28. März vereinbart wurde? Die konkrete Umsetzung der 10 Punkte beziehungsweise die 10 Punkte, die hier auch bei dem Index ja aufgeführt sind, für die wirbt die Ministerin, dass tatsächlich alle Mitgliedstaaten sich dahinter versammeln. Die konkrete Umsetzung bei dem MPACT-Netzwerk, was ja Menschenhandel, Waffenhandel und anderes auch trifft. Dafür wird natürlich auch jetzt gearbeitet und insofern die Umsetzung an diesem 10-Punkte-Plan wird angestrebt. Vielen Dank. Es gibt eine zusätzliche Nachfrage dazu. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Schön, Sie wieder zu sehen an anderen Wirkungsstätte. Sie hatten gesagt, Sie planen mit den anderen EU-Staaten eine faire und gerechte Aufteilung. Was ist fair und gerecht? Einfach entlang der Bevölkerungszahlen, entlang des Wirtschaftsproduktes. Was sind die Kriterien für fair und gerecht? Das haben die EU-Mitgliedstaaten ja gemeinsam beraten und das orientiert sich an dem 10-Punkte-Plan. Vielen Dank.
Damit sind wir bei Frage Nummer 22 des Kollegen Oster. Hier geht es um Maßnahmen der Bundesregierung zur angekündigten Rückführungsoffensive von Gefährdern und Straftätern. Frau Staatssekretärin, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege Oster, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Die nähere Ausgestaltung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Rückführungsoffensive ist Gegenstand derzeit von Beratungen. Der Bund und die Länder haben bereits in der Vergangenheit erhebliche Anstrengungen unternommen, vollziehbar ausreisepflichtige Personen zurückzuführen. So wurden 2018 26.114, 2019 25.031 Personen zurückgeführt. Und diese hohen Zahlen, selbstverständlich, konnten pandemiebedingt in den Folgejahren nicht mehr erzielt werden. Nach Einbruch der Rückführung im Jahr 2020 konnten, das waren 16.683, konnten 2021 15.074 Personen zurückgeführt werden. Einfluss auf die Zahl der zurückgeführten Personen haben jedoch eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren. Grundsätzlich für den Vollzug des Aufenthaltsgesetzes und damit auch für die Durchführung von Rückführungen, wissen Sie, sind zuständig die Länder. Dennoch hat der Bund die Länder bereits in der Vergangenheit bei Rückführungsmaßnahmen unterstützt und wird diese Unterstützung der Vereinbarung im Koalitionsvertrag entsprechend noch verstärken. In Bezug auf die Rückführung von Straftätern und Gefährdern ist ergänzend auf die bestehenden Strukturen der Bund-Länder-Zusammenarbeit beim gemeinsamen Terror- und Terrorismus- und Abwehrzentrum GETAZ und im gemeinsamen Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr zur hinzuweisen. Herr Oster, bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin, für Ihre Antwort. Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen oder festgelegt, einen Sonderbevollmächtigten zum Abschluss von Migrationsabkommen mit Herkunftsländern von Asylsuchenden zu benennen. Ist diese Position mittlerweile besetzt? Und wenn ja, wer hat diese wichtige Aufgabe übernommen? Und wenn nein, warum ist das noch nicht geschehen? Wir sind noch in Beratung. Derzeit ist es noch nicht abgeschlossen. Eine weitere Frage dazu. Ihr Kabinettskollege, der Bundesfinanzminister und FDP-Vorsitzende, hat Mitte Februar öffentlich in der Bild-Zeitung von der Bundesinnenministerin genau eben die Einsetzung dieses Sonderbevollmächtigten jetzt umgehend gefordert. Sie haben gerade gesagt, das ist nicht geschehen. Bedeutet dies, dass das Vorgehen von dem Bundesfinanzminister nur politisch-taktisch motiviert war? Oder bedeutet dies, dass die Worte des Bundesfinanzministers in der Bundesregierung kein Gewicht haben? Sehr geehrter Herr Kollege Oster, ich glaube, die Umstände, die mal von dem ganz abgesehen, dass ich jetzt keine Presseberichte kommentiere und die Bundesregierung nie Presseberichte kommentiert, will ich einfach noch mal auf die Umstände, die wir gerade haben, die Ukraine, der Angriff auf die Ukraine und die Bewältigung auch der Kriegsflüchtlinge ist eine Herausforderung und in diesem Zusammenhang bitte ich hier einfach um Verständnis. Vielen Dank. Dann sind wir bei der Frage 23 des Kollegen Eugen Schmidt. Der ist da. Der ist nicht da, dann findet die nicht statt. Und da findet auch die Antwort auf die Frage 24 nicht statt. Und die Frage 25 wird schriftlich beantwortet. Ist denn der Kollege Dr. Michael Kaufmann da? Der ist da. Die Frage 26 mithin wird beantwortet. Hier geht es um Maßnahmen und Notfallpläne im Falle von Plünderungen, Unruhen und Verteilungskämpfen in Deutschland. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Kollege Kaufmann. Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln ist in Deutschland und der Europäischen Union derzeit nicht gefährdet. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft steht vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen im engen Austausch mit den Verbänden der Agrar- und Ernährungswirtschaft. BML sowie die Verbände appellieren immer wieder an die Verbraucherinnen und Verbraucher, Produkte nur in dem Umfang zu kaufen, wie sie aktuell tatsächlich benötigt werden. Im Fall einer Versorgungskrise kann die Bundesregierung auf Grundlage des Ernährungssicherstellungs- und Vorsorgegesetzes lenkend in den Markt eingreifen und verschiedene Maßnahmen ergreifen, um die Sicherstellung der Bevölkerung mit Lebensmitteln zu gewährleisten.
Sie möchten noch mal nachfragen. Bitte schön. Ja, nee, nicht noch mal drücken. Ist an. Gut, danke. Genau. Kann ich Ihre Antwort so verstehen, dass bisher keine Maßnahmen ergriffen wurden, um eventuelle Versorgungsengpässe oder daraus resultierende Unruhen abzuwenden? Denn es werden ja von verschiedenen Beteiligten, unter anderem von Bauernverbänden und anderen, wird ja schon heute auf die mögliche Engpässe hingewiesen. Also es gibt schon Anzeichen, dass die Versorgung möglicherweise in diesem Jahr nicht mehr gesichert ist in allen Bereichen. Sehen Sie es mir nach, dass das BMI zuständig ist für die Sicherheit und deswegen wir erkennen bisher keine Ihrer erwähnten Besorgnisse und die Ausführungen, die ich gerade bezüglich der Ernährungssicherheit getan habe und der Austausch mit den Verbänden auch der Agrarwirtschaft findet statt und es ist ein laufender Prozess und wir werden das bestens beobachten und entsprechende Maßnahmen, wenn nötig, ergreifen. Danke. Vielen Dank. Die Fragen der Kollegin Renner, Nummer 27 und 28, werden schriftlich beantwortet. Ebenso wie die Frage des Kollegen Hahn, 29, und die Frage des Kollegen Amthor, 30. Damit sind wir, herzlichen Dank, Frau Staatssekretärin, Sie sind damit frei. Und wir kommen zum, Verzeihung, zum Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes. Und die Staatsministerin Dr. Anna Lührmann steht bereit zur Beantwortung. Und als erstes kommen wir zur Frage Nummer 31 des Abgeordneten Dr. Rainer Kraft. Hier geht es um die Einschätzung der Bundesregierung zum Status deutscher Kriegsfreiwilliger in der Ukraine. Bitte schön, Frau Lümm. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege, in der Ukraine liegt ein internationaler bewaffneter Konflikt vor. Damit ist das humanitäre Völkerrecht anwendbar. Und hieraus folgt unter anderem, dass Personen, die den Streitkräften einer Konfliktpartei angehören, als Kombattanten im Sinne des humanitären Völkerrechts zu betrachten sind und damit völkerrechtliche Privilegien genießen. Dies gilt auch für deutsche Staatsangehörige, die sich entweder in reguläre Streitkräfte eintreten oder sich freiwilligen Verbänden anschließen, sofern diese einer hierarchischen Kommandostruktur über eine hierarchische Kommandostruktur verfügen und sichtbare Unterscheidungsmerkmale tragen, Waffen offen tragen und im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht agieren. Herr Kollege, eine Nachfrage, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Danke auch für die Antwort. Der Konflikt dauert schon etwas länger, seit 2014. Wir wissen aus den abtrünnigen Provinzen, die sich jetzt mittlerweile einseitig selbstständig erklärt haben, dass dort bereits viele internationale Kämpfer waren. Welche Kenntnisse oder welches Wissen hat denn die Bundesregierung über Meldung von Freiwilligen, die seit 2014 auf der einen wie auch auf der anderen Seite sich entschlossen haben zu kämpfen und die einen deutschen Pass besitzen? Wie viele gibt es davon insgesamt nach Kenntnis Ihres Hauses und wie viele davon sind auf der einen wie auf der anderen Seite? Uns liegen darüber keine eigenen Kenntnisse vor. Haben Sie eine zweite Nachfrage, bitte? Ja, okay. Sie haben eine Einschätzung, wie Sie jemanden behandeln, der deutsche Staatsbürgerschaft ist. Wir wissen, dass in diversen Chatgruppen unter anderem auch der Exekutivstreitkräfte Deutschlands darüber beraten wird, sich den ukrainischen Streitkräften anzuschließen. Sie haben aber weder damals noch jetzt irgendwelche Zahlen davon, wer mit deutschem Pass sich definitiv diesen Streitkräften angeschlossen hat. Sie können das nicht sagen. In der Tat, darüber liegen uns keine Kenntnisse vor. Herzlichen Dank. Damit sind wir bei Frage 32 und 33 der Kollegin Dadelen, die schriftlich beantwortet werden. Die Frage 34 des Kollegen Hunko wird schriftlich beantwortet. Entschuldigung. Und die Frage 35 des Kollegen Henning Otte, der da ist, über die Erkenntnisse der Bundesregierung über mögliche Einsätze der russischen Söldnertruppe Wagner in Westafrika. Frau Staatsministerin. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, lieber Kollege, Russland setzt derzeit Sicherheitskräfte in Mali im hohen dreistelligen Bereich ein. Diese Kräfte bilden Teile der malischen Streitkräfte vor Ort aus.
und begleiten einige Einheiten auch bei Einsätzen. Finanzierung, genauer Umfang, Einsatzorte und Operationen werden von den beteiligten Staaten geheim gehalten. Und dazu liegen uns auch über die presseöffentlichen Berichte keine hinausgehenden Erkenntnisse vor. Russland verschleiert allerdings bewusst, ob es sich bei den eingesetzten Personen um staatliche oder private Sicherheitskräfte handelt. Unter anderem dadurch, indem diese russischen Kräfte häufig keine regulären russischen Uniformen tragen oder Hoheitsabzeichen. Trotz Steuerung der Kräfte durch die russische Staatsführung werden die Aktivitäten, insbesondere durch die westliche Öffentlichkeit, oft als Engagement der sogenannten Gruppe Wagner interpretiert. Die Auswirkungen der Einsätze der russischen Kräfte auf die Sicherheitslage deutscher Staatsangehörige in Mali lassen sich aufgrund dieser Geheimhaltung der Einsatzorte und der Aktivitäten nicht genau vorhersehen. Sie haben eine Nachfrage, Herr Kollege, bitte schön. Ja, sehr gern, Frau Präsidentin. Es gab eine Operation, eine militärische Operation der malischen Streitkräfte mit den sogenannten Wagner-Truppen. Es wird berichtet über 200 Tote und laut Pressemitteilung des Auswärtigen Amtes wird hierzu eine unabhängige Untersuchung in Aussicht gestellt. Wer soll denn diese unabhängige Untersuchung durchführen und mit welchem Ziel? Ja, Sie haben nochmal das Stichwort Gruppe Wagner erwähnt. Ich will hier noch einmal nochmal unsere Haltung klar machen. Aus Sicht der Bundesregierung sind diese Aktivitäten dem russischen Staat zuzuordnen. Russland verschleiert bewusst, ob es sich um staatliche Sicherheitskräfte oder um Söldner handelt. Das ist sozusagen ein Punkt hier wichtig noch mal klarzustellen. Der zweite Punkt, wie genau die Untersuchung stattfinden soll, darüber sind wir im Gespräch auch mit internationalen Partnern. Dankeschön. Dann sind wir bei der Frage Nummer 36 des Kollegen Tobias Winkler, der da ist oder nicht da ist. Der nicht da ist, dann wird sie nicht beantwortet. Damit. Frau Staatsministerin, vielen Dank. Mehr sage ich jetzt nicht, dass ich wieder falsch höre. Ich komme zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz. Zur Beantwortung, bitte. Steht bereit der parlamentarische Staatssekretär Benjamin Strasser. Und ich komme zu Frage 37 der Kollegin Winkelmeier-Becker. Hier geht es um die Schlüsse aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts für die geplante Streichung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche. Nummer 37. Herr Staatssekretär, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Kollegin Winkelmeier-Becker, namens der Bundesregierung beantworte ich Ihre Frage wie folgt. Die Bundesregierung geht in ihrem Gesetzentwurf zur Aufhebung des § 219a Strafgesetzbuch davon aus, dass diese Strafvorschrift kein tragendes Element des grundrechtlich gebotenen Schutzkonzeptes für das ungeborene Leben ist. Nach Überzeugung der Bundesregierung ist der entsprechend den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts konzipierte Schutz ungeborenen Lebens auch ohne diese Strafdrohung wirksam. Ist ja meine Nachfrage, bitte sehr. Eine Nachfrage und würde Sie bitten, noch mal zu konkretisieren, einen Punkt, auf den es aus meiner Sicht ganz entscheidend ankommt bei der Diskussion, der aber immer zu kurz kommt. Und zwar möchte ich wissen, geht die Bundesregierung davon aus, dass dem ungeborenen Kind von Anfang an Menschenwürde und Lebensrecht zustehen, dass sich das Kind als Mensch und nicht zum Menschen entwickelt, wie es das Bundesverfassungsgericht ausgedrückt hat? Frau Kollegin, natürlich gilt für uns auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, stellen wir überhaupt nicht in Abrede. Sie wissen aber auch, dass in diesem Urteil, das Sie selber zitieren, auch steht, dass nicht jeder einzelne Aspekt im Strafgesetzbuch normiert sein muss. Und im Rahmen dieser Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts bewegt sich auch unser Gesetzentwurf zur Abschaffung des Paragraphen 219a Strafgesetzbuch. Und deswegen sehen wir die von Ihnen wahrscheinlich insinuierten Bedenken so nicht. Haben Sie eine zweite Nachfrage? Bitte sehr.
Ich stelle gerne die gleiche Frage nochmal, denn Sie haben sie nicht beantwortet. Ich möchte gerne wissen, ob die Bundesregierung davon ausgeht, dass wir bei dem ungeborenen Kind schon einen Grundrechtsträger haben, dem Lebensrecht und Menschenwürde zustehen, ja oder nein? Danke. Die Haltung der Bundesregierung bewegt sich auf der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und dem ist nichts hinzuzufügen. Es gibt eine Nachfrage. Leider kann ich sie erst erkennen, wenn die Maske ab ist. Genau. Ja, bitteschön. Wenn wir davon ausgehen, dass der Paragraph 219a StGB abgeschafft ist und es um eine sachliche Information geht, bewerten Sie dann eine Information mit dem Begriff, es handelt sich lediglich um Schwangerschaftsgewebe, als sachlich? Der Schutz des ungeborenen Lebens ist Verfassungsauftrag und hat für die Bundesregierung einen hohen Stellenwert. Sie spielen offensichtlich auf einzelne Passagen im Internet ab, die Kollegin Winkelmeier-Becker in einem FAZ-Interview ja schon vorgetragen hat, und auch auf die im Rahmen der rechtlichen Grenzen im Internet vorgetragenen Formulierungen hat die Bundesregierung keinen Einfluss. Und deswegen sehen wir die Gefahr nicht, die Sie sehen. Danke sehr. Die Fragen Nummer 38, 39, 40 werden schriftlich beantwortet. Und damit sind wir durch mit dem, vielen Dank, Herr Staatssekretär, mit dem Bereich des Inneren, mit dem Bereich der Justiz, und kommen jetzt zum Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Ich sagte schon, die Frage 39 wird schriftlich beantwortet, ebenso die Frage Nummer 40. Und damit sind wir flugs beim Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung. Hier werden schriftlich beantwortet die Fragen 41 und 42 der Kollegin Bayram und des Kollegen Hunko. Die Frage 43 des Kollegen Otte, der noch da ist, genau, tapfer da ist, zur Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes MINUSMA in Mali, wird jetzt beantwortet vom parlamentarischen Staatssekretär Thomas Hitschler. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Lieber Herr Kollege Otte, MINUSMA bleibt absehbar der wichtigste Stabilitäts- und Sicherheitsanker in Zentral- und Nordmali. Dabei übernimmt die Mission auch eine wesentliche Schutzfunktion für die Bevölkerung. Die Bundesregierung steht einer Fortführung der deutschen Beteiligung bei MINUSMA offen gegenüber. Derzeit werden die Auswirkungen der veränderten Rahmenbedingungen, dabei auch der Abzug der französischen Kräfte, geprüft und auf Basis dieser Ergebnisse eine Entscheidung über die Fortführung der deutschen Beteiligung getroffen. Dabei wird insbesondere die Fortsetzung der malischen Transition, die Klarheit über das Engagement der russischen Kräfte in Mali und vor allem die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten betrachtet. Der Abzug der französischen Kräfte aus Mali und eine Neustrukturierung des französischen Engagements in der Sahelzone wirkt sich insgesamt unmittelbar auf die verbleibende Mission MINUSMA und EOTM Mali und damit direkt auf die Operation deutscher Kräfte in Mali aus. In enger Abstimmung mit unseren Partnern und den Vereinten Nationen wird dabei untersucht, wie einige der bislang durch Frankreich bestreitgestellten Fähigkeiten zu kompensieren sind. Die deutsche Beteiligung bei MINUSMA dient nicht nur den Zielen der Mission, sondern auch wichtigen deutschen, regionalen und übergreifenden VN- und sicherheitspolitischen Zielen. Sie haben eine Nachfrage, Herr Otte, bitte sehr. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr parlamentarischer Staatssekretär, in Anbetracht des Auftrages auch von MINUSMA steht für die Union der Schutz auch der eigenen Truppe, unserer Bundeswehr, im Mittelpunkt. Wie kann diese Schutzkomponente aufgefangen werden und kann bei möglicher Verlängerung eines Mandates diese Schutzkomponente, die wichtig ist für unsere eigene Truppe, auch sichergestellt werden? Vielen Dank für die Nachfrage, geschätzter Kollege. Da geht es der Union wie der Bundesregierung. Natürlich steht für uns die Frage des Schutzes der Soldatinnen und Soldaten auch besonders im Vordergrund. Und deshalb kann ich noch mal wiederholen, was ich gerade eben in der Beantwortung schon vorgetragen habe. Wir sind momentan in enger Abstimmung mit den internationalen Partnerinnen und Partnern und werden dann, Herr Kollege, so wie es nicht nur braucht, sondern auch notwendig ist, im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens eng mit Ihnen und dem gesamten Parlament über die Frage der Fortsetzung des Mandats verhandeln. Gibt es hier keine weitere Nachfrage? Herzlichen Dank.
Damit bin ich beim Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Bereit steht die parlamentarische Staatssekretärin Ekin Deligöz und ich rufe auf die Frage Nummer 44 der Abgeordneten Elisabeth Winkelmeier-Becker. Hier geht es um die Veröffentlichung medizinischer Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen auf ausgewählten Internetseiten. Frau Staatssekretärin. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kollegin Winkelmeier-Becker. Schwangere Frauen benötigen für eine verantwortungsvolle Entscheidung über die Fortführung oder den Abbruch ihrer Schwangerschaft ausreichend Informationen über Methodenabläufe des möglichen medizinischen Eingriffs. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufgaben veröffentlicht deshalb auf der Seite www.familienplanung.de allgemeine medizinische Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen und aktualisiert diese Seiten in regelmäßigen Abständen. Diese benannte Webseite wird regelmäßig durch Multiplikatoren und Multiplikatoren, zum Beispiel Schwangerschaftsberatungsstellen, beworben. Spezifische Informationen aber, die eben diese Personen benötigen oder haben möchten zu medizinischen Hintergründen eines Schwangerschaftsabbruchs, können dort vor allem nur von versorgenden Ärztinnen und Ärzten angeboten werden. Der Veröffentlichung eben dieser Informationen auf Internetseiten der Ärztinnen und Ärzten steht nach geltender Rechtslage die Strafdrohung nach § 219a StGB entgegen. Frau Kollegin, Sie haben eine Nachfrage, bitte sehr. Ich würde bestreiten, dass weiteren Informationen auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung eine Strafdrohung nach 219a entgegensteht. Das betrifft die überhaupt nicht, weil die ja kein Angebot, den Eingriff durchzuführen, damit verbinden. Also das ist falsch. Ich möchte aber die Frage auch noch mal konkretisieren, welche allgemeine Information finden Sie nicht im Internet? Das Informationsbedürfnis der Frau ist unbestritten. Welche einzelne Information finden Sie nicht, zum Beispiel auf der guten Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung? Oder wäre da nicht zu verbessern, wenn man ein Defizit eben feststellen würde? Welche Information lässt sich im geltenden Rechtsrahmen nicht auf dieser Seite zum Beispiel darstellen? Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin, für diese exakte Nachfrage. Dann kann ich das noch mal klarstellen. Wir haben verschiedene Seiten. Wir haben die allgemeinen Informationsseiten, zum Beispiel bei der Bundeszentrale. Dort stehen auch allgemeine Informationen. Dann gibt es immer die Möglichkeit, über die jeweiligen Ärztinnen und Ärzte spezielle Fragen, zum Beispiel was den Ablauf eines medizinischen Abbruchs anbelangt, ob dieser Abbruch genau von dieser Person auch gemacht wird, welche Grundvoraussetzungen dafür vorliegen und wo weitere Informationen erhalten werden können. Diese können dann die Ärztinnen und Ärzte, Menschen des Vertrauens, noch mal separat auf ihrer Seite darstellen, wenn sie es denn auch dürfen. Insgesamt sollten wir das sehr zu schätzen wissen, dass Frauen, die in so einer Situation sind, sich informieren wollen, weil Menschen, die auf einer informierten Grundlage handeln wollen, handeln verantwortungsvoll. Das sollten wir unterstützen. Sie haben eine zweite Nachfrage, bitte sehr. Das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Mir geht es sehr darum, dass jede Frau mit voller Information ihre Entscheidung treffen kann. Ich frage mich nur, was im Internet stehen könnte und fehlt. Wenn Sie von der persönlichen Situation, in den persönlichen medizinischen oder individuellen Umständen einer Schwangeren sprechen, dann ist doch immer der naheliegende Weg, dass man sich individuell an den Arzt, die Ärztin wendet und da natürlich auch jede Information bekommt. Wenn wir aber von Informationen über die Homepage reden oder über Anzeigen reden, dann geht es immer um allgemeine Situationen, also nicht auf die einzelne Frau bezogen, sondern allgemein. Welche Information fehlt Ihnen da? Frau Kollegin, ich kann mich jetzt nur noch mal wiederholen mit dem, was ich schon gesagt habe. Methoden, Abläufe, spezifische Angebote, die genau in dieser Praxis von diesem Ärztin, von diesem Arzt angeboten werden, können auch nur auf der Seite dieser jeweiligen Person stehen. Und genau das ist der wesentliche Unterschied zwischen allgemeinen Informationen und allgemeinen ärztlichen Informationen bezogen auf diese Person. Und beides gehört zusammen, wenn es um eine vollständige Information gehört.
Herzlichen Dank dafür und vielen Dank für die Beantwortung der Fragen, Frau Staatssekretärin. Wir kommen jetzt zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit. Hier steht bereit die parlamentarische Staatssekretärin Sabine Dittmer. Die Frage 45 wird schriftlich beantwortet, ebenso die Frage 46 der Kollegin Pilsinger und der Kollegin Bünger. Wir kommen zu Frage 47 des Kollegen Nicolas Ciperius, der da ist. Und hier geht es um die rechtzeitige Lieferung nicht benötigter Corona-Impfdosen im Ausland. Und ich weise darauf hin, dass es die letzte Frage ist, die wir behandeln in der Fragestunde. Ja, die Frage des Kollegen Ciperius beantworte ich wie folgt. Die Bundesregierung engagiert sich für die weltweite Impfstoffversorgung und hat zugesagt, bis Ende 2022 175 Millionen Impfstoffdosen an Drittstaaten zu spenden, weitgehend an COVAX. Stand Ende März 2022 wurden bereits 145 Millionen Dosen gespendet, von denen auch bereits 100 Millionen Impfstoffdosen ausgeliefert sind. Damit leistet Deutschland einen wichtigen Beitrag zur weltweiten Impfkampagne. Die Bundesregierung arbeitet kontinuierlich daran, weitere Impfstoffspenden zu ermöglichen. Hierfür steht sie mit COVAX und bilateral mit allen interessierten Staaten in Verbindung. Durch die stetige Ausweitung der weltweiten Produktionskapazitäten übersteigt das Impfstoffangebot inzwischen die Nachfrage sehr deutlich. Dies gilt unabhängig von Art und Haltbarkeit der Impfstoffe. Und gleichzeitig unterstützt Deutschland gemeinsam mit anderen Geberstaaten dabei, die teils schwachen Absorptionskapazitäten vor allem von Niedrigeinkommensstaaten zu verbessern. So soll auch dazu beigetragen werden, das von der WHO ausgegebene Ziel, dieses Jahr 70% der Bevölkerung eines jeden Staates zu impfen, erreicht werden kann. Herr Kollege, haben Sie eine Nachfrage? Bitte sehr. Genau. Mit welchen Ländern steht die Bundesregierung diesbezüglich im Austausch, auch bezüglich konkreter Impfstofflieferungen? Das läuft über die Impfstoffinitiative COVAX und über die Europäische Kommission, also Union. Ja, und mit wem steht Sie man da? Sie haben eine zweite Nachfrage? Genau. Vielleicht kann man dazu einfach auch genauere Angaben machen, außer der Aussage, dass diesbezüglich oder hinsichtlich COVAX läuft, sondern genauere Angaben dazu, wie in der ersten Anfrage auch. Ja, so, also die detaillierten Länder, die müsste ich Ihnen dann schriftlich nachliefern. Die kann ich Ihnen jetzt so ad hoc nicht nennen. Ich bitte darum. Gerne. Herzlichen Dank. Damit beende ich die Fragestunde und bedanke mich auch bei der parlamentarischen Staatssekretärin Dittmer für ihre Antworten. Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt Zusatzpunkt.